Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector und ich grüße euch herzlich zu einem neuen Unboxing. Heute mit einem neuen Shop und zwar Webbers Kartenecke hieß es, glaube ich. Zur Not steht unten in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch im Titel. Und warum ich das hier unboxe, möchte ich einfach ein bisschen auf diesen Laden aufmerksam machen, denn er verkauft Jump-Magazine. Und das Besondere daran war, ich hatte ursprünglich nämlich nur zwei bei dem über eBay gekauft. Dann hat mir aber ein Freund gesagt, ey, warum kaufst du bei dem über eBay? Der hat einen eigenen Online-Shop, wo es günstiger ist. Hab ihn also dann angefragt, hey, können wir das stornieren bei eBay? Dann würde ich über deinen Shop bestellen. Und tada, hat storniert und da sind wir jetzt auch. Und meine reizende Partnerin reicht mir nun das Messer, mit dem sie rumspielt. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal rein. Das Besondere ist, die Jumps sind relativ günstig, so zwischen. Du musst auch mit der richtigen Seite schneiden. Ich schneide von unten rein. Ja, weil ich die Magazine nicht gegebenenfalls beschädigen will. Weil ich ja nicht weiß, wie es verpackt ist. Auf jeden Fall verkaufen Jump-Magazine relativ günstig, so 9, 10 Euro pro Stück. Das ist dadurch halt, falls ihr nur ein einziges Jump-Magazin wollt, günstiger, es halt über diesen Shop zu beziehen, als es sich selber zu importieren. Ich hasse es, Pakete by the way aufzumachen. Und ja, da sind Rechnungen. Okay, sind normale Gummibären bei. Das ist nett. Und ja, hier Webbers Kartenecke heißt es. Da seht ihr es. So. Dann würde ich sagen, ich zeige euch mal, wie es verpackt ist. So. Also ihr seht schon, kommt auch sehr gut verpackt an. Mein Kumpel meinte Warnung, der verpackt da richtig saure Gummibärchen bei. Bei uns waren jetzt einfach nur Cola-Fläschchen. Schade. Ich wollte schon ein geiles Video draus machen. Und ja, es sind 4 an der Zahl. Ich würde sagen, ich zeige die euch jetzt mal. Der Zustand, ja gut, es ist halt, die Jump-Magazine sind, kennt man ja nicht immer, die nutzen sich halt schnell ab. Deswegen erwartet ihr jetzt auch nicht die krasseste Papierqualität. Also ich meine, ne, so sieht es in einem Jump-Magazin aus. Aber ja, das erste Jump-Magazin hat das erste Kapitel von Noé's Exorcist bei. Eine Reihe, wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, ich habe das erste Kapitel gelesen und gedacht, alter Verwalter, das wird ja sowas von geäxt werden. Ja, aktuell ist es in der Jump einer der krassen Bestseller. Ja. So schnell kann es gehen. Dann als nächstes haben wir Ultimate Exorcist Kiyoshi. Auch ein neuer Start. Der sogar noch, das ist eine Stadt, der noch relativ frisch ist. Ich glaube, 6, 7 Kapitel sind gerade mal raus. Und ja, da ist inzwischen das erste Ranking von dem Ding online. Und scheinbar läuft es sehr gut und ich finde es natürlich auch ganz witzig. Das hat halt jetzt so einen richtig krassen Vorteil, weil Jujutsu Kaisen endet in 5 Kapiteln. Sprich, danach ist der Exorzist-Manga-Spot in der Jump so gesehen wieder frei. Und ja, ich glaube, da kommt das Ding jetzt zukünftig eben als Nachfolger in Frage, auch wenn dieses Ding hier halt deutlich mehr Richtung Comedy gelehnt ist. Und ich muss sagen, ich finde es sogar ziemlich lustig. Dann noch die Jump mit dem ersten Kapitel von Himaten, einer neuen Rom-Com aus der Jump, der zumindest mir persönlich echt gut gefällt. Es steht hier, weiß man noch gar nicht, ob es überleben wird. Gibt mir halt übel so Nisekoi-Vibes. Aber ich hoffe einfach mal, dass es überlebt zur Not. Wie gesagt, es hat mir viel Freude bereitet, deswegen wollte ich das hier auch einfach in der Sammlung haben. Doch das wirklich Besondere ist die folgende Jump. Hier ist kein Neustart drin, aber ihr seht schon, das ist auch ein Doppelheft, weil es von 2 Wochen dann so gesehen war. Das Besondere in diesem Jump-Magazin ist das letzte Kapitel
von My Hero Academia drin. Sogar mit kleinem Mini-Shikishi, was hier dazwischen hängt. Von Izuku. Süß. Ja, das letzte Hero Academia Kapitel ist hier drin und irgendwann will ich mir noch die Jump mit dem ersten Hero Academia Kapitel holen. Problem ist, die ist nochmal ganz anders teuer. Die kostet nämlich so 80, 90 Euro. Nee. Irgendwann. Nein. Irgendwann, aber nein. Zumindest habe ich jetzt für, ich glaube, die hat dann 12 Euro gekostet, weil es Doppelmagazin ist. Ja, dafür habe ich das schon mal jetzt in meiner Sammlung. Meine Freundin schüttelt einfach nur den Kopf. Möchtest du was dazu sagen? Nee, 80 Euro. Ich glaube, dein Schwein pfeift langsam zu doll. Was soll das denn heißen? Nee, Alex. Wie nee? Nee, das ist zu viel für so einen Scheiß. Du kannst es nicht mal lesen. Du kannst es nicht mal lesen. Ja, aber es ist für die Sammlung. Nein, deine Sammlung am Arsch, das kriegst du nicht. Gut, dass du nicht weißt, wie teuer so manch andere Sachen sind, die auf meiner Liste stehen. Ja, dann schaff die Liste ab. Ich will nämlich irgendwann auch mal die Jump mit dem ersten Naruto-Kapitel. Ja, ich will, gib es nicht mehr. So, vorbei, mach weiter. Ja, auf jeden Fall, das waren die vier Jumps. Nee, Entschuldigung, ich kann nicht mehr, jetzt schon. Eigentlich war Patty dabei, weil wir davon ausgingen, dass hier halt saure Süßigkeiten bei waren, aber ist nicht. Dementsprechend ist sie einfach nur dafür da, dass ihr Blutdruck hochgeht. Das ist nicht witzig. Sie erkundet gerade das letzte Hero Academia Kapitel. Ja, was ich nicht lesen kann. Aber dafür kann man ja mal 80 Euro ausgeben. Ja, das hat ja nur 12 Euro gekostet. Ich dachte, die haben alle nur 9 gekostet, ja, als ich mich eben gefragt habe. Das ist ein Doppelmagazin. Alex. Patty? Nee, es reicht jetzt schon wieder. Wäre ich bloß nicht mit nach hier gekommen. Und ja, 3 Jumps mit dem ersten Kapitel, eine Jump mit dem letzten Kapitel. Die Jump-Sammlung wächst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut, wie gesagt, unbedingt mal bei dem Laden vorbei. Wenn ihr nur eine oder zwei Jumps euch holen wollt, ist es halt deutlich günstiger, über den Shop zu beziehen, als es sich selber zu importieren. Ich denke mal, gerade mit der Jump mit dem letzten Hero Academia Kapitel, dafür zahlst du bei eBay teilweise irgendwie 30 Euro. Bei anderen Händlern, da sind 12 Euro doch wirklich fair. Würde ich einfach mal behaupten. Und ja, so viel dazu. Vielen Dank an meine Freundin fürs dabei sein. Noch ein Kommentar von dir? Nein. Ich liebe dich. Ich bin geschockt. Und bis zum nächsten Mal.